Yo, meine Freunde, willkommen auf einem neuen Video auf meinem Passkalationskanal. Ihr wisst Bescheid. Wir ziehen uns jetzt Alpaca Bilderbuch rein. Produziert wurde das Ganze von Frank Ron Pirino und E-Might 51. Wird wahrscheinlich nicht so ausgesprochen, aber scheiß drauf. Ja. Er hat ja letzte Moment wieder mehr. Broke hat er ja auch released. Habe ich auch eine Reaction zu gemacht. Könnt ihr abchecken. Ja, wie gesagt, ich habe es schon öfter gesagt. Ich würde mir ein Alpagam-Album wünschen. Er kommt immer sehr ehrlich rüber, was ich, ne, wo ich, wo er gibt einfach ein geiles Gefühl so mit der Musik, Alter. Er ist einfach echt, er ist stabil geblieben so über die ganzen Jahre. Man hat jetzt auch, ne, egal von welcher Seite, ob es diss-mäßig oder so, man hat jetzt nie viel Schlechtes über Alpagam gehört. Gibt es nicht viele Rapper, die so lange dabei sind, wo das so ist? Ich würde sagen, wir starten einfach mal rein in den Song. Ein Album wäre nice, Digga. Alle Alpagan anschreiben, dass er ein Album machen soll. Okay. Ja, und der Beat klingt hier jetzt schon mal sehr, sehr krass. So vom ersten Eindruck so. Mal gucken, wie das gleich wirkt, wenn Alpagan anfängt zu rappen, aber sonst ist der Beat schon echt krass. Props gehen raus an Frank Ron, Pirino und Emde. Ich will die Straßen nochmal langlaufen in Kinderschuhen. Flashback, wenn ich mich selber sehe im Bilderbuch, das Lachen. Ja, ist nice, Alter. Bilderbuch, ich habe mir schon gedacht, so ein bisschen, dass es in diese Richtung geht, sagt ja der Titel schon. Er rappt halt jetzt so von den Bildern, die er in seinem Kopf hat, so sein Bilderbuch im Kopf mäßig. Ich will die Straßen nochmal langlaufen in Kinderschuhen. Flashback, wenn ich mich selber sehe im Bilderbuch. Das Lachen eines Kindes ist echt. Heute wird das Lachen öfter mal auf Bildern versteckt. Die Ze Ja, das Lachen eines Kindes ist echt. Heute wird das Lachen öfter mal auf einem Bild versteckt. Digga, Alpagan ist einfach so eine ehrliche Seele, so von der Musik her. Er rappt einfach. Digga, er rappt immer so Sachen, wo ich mir denke, Digga, ist eigentlich voll simpel so. Aber einfach der ehrliche Talk so. Digga, ist das so immer wieder, auch wenn es erst 90 Sekunden geht. Ist jetzt nicht so, oh krass, Digga. Alter, das ist der beste Track, den ich je gehört habe von Alpa. Aber ist halt so ein Track, wo man so weiß, Digga. Ja, Mann, ist geil. Zeit verfliegt im Flug, ich schlag die allerersten Seiten auf. Die Bilder spiegeln sich in meinen Augen und ich bin wie eingetaucht. Auch wenn die Fotos mit den Jahren ihren Glanz verlieren, bewundere ich, wie mit den Jahren vieles anders Ja, das wird. ist halt echt so, das kennt halt jeder. Guckst dir alte Fotos an, wie das den Glanz so verliert, aber Digga, jeder kennt das doch. Mit diesem Song kann sich doch jeder so auch so ein Bild machen. Richtige Wortspiele. Aber dass du halt, wie heißt es? Jeder, der Musik hört, immer dieses krasse Geflexe zum Beispiel, wie reich du bist, welche Uhr du hast, was für Klamotten du hast, von Designern bist, was weiß ich. Wie krass reich du bist, so klar für den Fan krass, der will das auch wissen, so, aber Digga, immer es sind auch mal Tracks, womit sich so ein Fan so sagen kann: Ja, Mann, der hat recht, ja, Mann, fühle ich tausendprozentig und ja, Mann, damit kann sich ein Fan auch wirklich auseinandersetzen. Bilder aus meinem Werdegang. Ich denke an Freunde, die gegangen sind und zünde eine Kerze an. Bilder werden blasser und damit vergeht der Kontrast. Doch jedes Foto bleibt besonders. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Ja, das ist halt so ein bestimmter Spruch. Ein Bild ist mehr als tausend Worte. Und er zündet eine Kerze an für jeden Freund, den er hatte, der jetzt nicht mehr da ist, leider. Ja, Mann, ist schon eine Gänsehautline, Alter. Der hat doch damals auf. Ja, fuck, ich weiß nicht mal, wie der hieß, Alter. So einen Track darüber gemacht. Mit so einer Gesangshook auch. Wie hieß das denn? Fuck, Alter, ich komme nicht drauf, aber da hat er auch diese Thematik darüber gerappt und dazu gibt es auch ein Musikvideo. Schreibt mal unten in den Kommentaren, wenn ihr wisst, welchen Song. Ich meine, der ist überkrass, so Gänsehaut. Tausende Geschichten an tausend verschiedenen Orten, tausende Begegnungen wie ein Geschenk, tausende Gefühle, doch nur ein Moment. Schmerzen werden zu Scherben und Scherben werden zu Narben. Erinnerungen, die versuchen können, deinem Herzen zu schaden. Ich sehe alte Tage in meinem Bilderbuch. Ich sehe viele. Digga, Alpagan, Digga, das ist ein krasser Track.
Brock war schon gut so, kann man sich so geben mäßig, aber Bilderbuch, Digga, pumpt Bilderbuch auf Dauerschleife. Wenn der zweite Part jetzt auch so gut wird, geile Hook und mit der Thematik, so finde ich geil. Dramen in mein Bilderbuch. Sekunden werden zu Bildern und Bilder zu einem Lächeln. Seite für Seite, nein, ich werde das niemals vergessen. Ich sehe alte Tage in meinem Ja, Bild. sorry, das wollte ich noch loswerden. Erinnert natürlich direkt an den Song Bilder im Kopf von Sido, der so explodiert ist mäßig. Ist ja jetzt schon Jahre her. Nur, dass das halt so mehr Rap auf Rap-Ebene ist. Sidos Ding war halt auch sehr poppig alles, aber das ist einfach so dasselbe. Aber so hört sich's dann halt an, wenn es so wirklich gerappt ist. Finde ich. Aber wie gesagt, schon, das ist kein Hate gegen Sidos Track so. Ich sag nur mein Fazit so zu dem Song, so mit dem Vergleich. Soll nicht immer gleich was Schlechtes heißen. War ja auch ein krasser Song von Sido damals. Schwarz-Weiß ist wie Farbe in mein Bilderbuch. Manche Erinnerungen, die mir Wärme geben wie ein Pflaster, fliegen mir durch meinen Kopf wie im Zeitraffer. Scharfe Akzente und Schlaglichter zwischen prägenden Bildern ohne Farbfilter. Zwischen prägenden Bildern ohne Farbfilter. Ja, was soll man sagen? Ne? Ich habe eigentlich schon alles gesagt, was man dazu sagen kann. Ist ein geiles Ding. Ist auch schwer zu schreiben. Dann hat er das mit der Videothematik auch noch geil. Diese Bilder da überall hingehangen. So mäßig. Hat sich viel Mühe gegeben, finde ich. Ist dann auch nochmal was anderes. Weil es gibt dieses Gefühl dann noch krasser, dass er das nicht eben mal runtergeschrieben hat, sondern er hat sich wirklich Gedanken gemacht so darüber. Ja, Mann, feier ich. Im Zeitraffer, scharfe Akzente und Schlaglichter zwischen prägenden Bildern ohne Farbfilter. Mitten in einer Welt voller Farben, voller Bildersprachen sehe ich Tage ummantelt mit einem Bilderrahmen. Ich bin am Blättern und wieder kommen alte Zeiten hoch. Vieles war. Ja, wie gesagt, Bilderbuch-Track ist ein nices Ding. Ich hoffe, dass das so langsam so eine Album-Promo-Phase ist, weil er ja jetzt Broke rausgehauen hat. Dann letztens mit AG030 hieß er, glaube ich, einen Track gemacht. Also Alpagan ist richtig am Start. Vielleicht haut er auch nur Singles raus, aber ich hoffe, dass er langsam an ein Album dran sitzt. Auch Songs mit der ganzen Gang wären mal geil, so Jigs oder Monkey, Alpa, so alle zusammen mal auf einen Track. Und wer nicht noch alles dabei ist. Ich weiß nicht, ob AG030 da auch gesigned ist. Oder ich weiß gar nicht, ob das so Signing ist oder ob das einfach nur Kumpels sind, so. Was wir beiseite schoben, habt uns eingeholt. Bilder sagen keinen Ton, aber sprechen ohne Pause und übermitteln Geschichten wie eine Botentaube. Ja, Wenn ich das war nochmal krass. Digga, sorry, Leute. am Blättern und wieder kommen alte Zeiten hoch. Vieles, was wir beiseite schoben, habt uns eingeholt. Bilder sagen keinen Ton, aber sprechen ohne Pause und übermitteln Geschichten wie eine Botentaube. Boah, Digga, das ist so schwer so zu behalten, Digga. Auf jeden Fall sagt er hier, Bilder schreiben halt 1000 Geschichten, sag ich jetzt mal. So, Digga, soll ich mal noch einmal zurück, Leute? Digga, sorry. Wir beiseite schoben, habt uns eingeholt. Bilder sagen keinen Ton, aber sprechen ohne Pause. Bilder sagen keinen Ton, aber sprechen ohne Pause. Und übermitteln Geschichten wie eine Botentaube. Übermitteln Wenn Geschichten wie eine Botentaube. Ist halt, du guckst dir dieses Bild an und dann denkst du wieder so an die Zeit oder an diesen Moment, egal ob es den guten oder schlechten ist, Digga. Und entweder du denkst dir, ja Mann, geil, oder so, Digga, weißt du noch diese Zeit, so, Digga, wer kennt's nicht, Alter? Und dann diesen Vergleich noch mit der Botentaube, Digga. Wenn ich mit meinen Ohren lausche, auf jeder Seite muss ich erkennen, ich bin schon immer auf meinem Weg alleine. Puste den Staub weg, wenn ich die Fotos aufdeck. Spür, wie mein Verstand durch meine Emotionen aussetzt. Das hier ist der Soundtrack, wenn ich auf die Bilder schau. Ja, Seite. Mann, der Soundtrack, wenn ihr auf die Bilder schaut, ist ein übertriebener, geiler Song. Wie gesagt, unterstützt Alpa, supportet, streamt das Ding. Und dann nervt Alpa mit einem Album. Am besten jeden Tag einmal oder so. Ich hätte Bock, und wenn Monkey oder Jigs das zufällig auch sehen sollten, nervt Alpa gern, dass ein Album kommt. Oder macht so ein Kani-Label-Sampler oder so. Wäre auch geil. Für Seite alles ist so still und laut. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Tausende Geschichten an tausend verschiedenen Orten. Tausende Begegnungen wie Alpa ein. ist auch einfach purer Rap. Egal was er für Musik macht, ist immer Rap, Rap, Rap. Ist auch nie so in eine andere Schiene gegangen, hat immer das gemacht. So ist sich selbst treu geblieben und das feiere ich einfach zu Tode. Ich habe Alpagan jetzt noch nicht so lange gehört. Seit wann war das jetzt?
glaube, zu der Zeit, als, wie das Album hieß, weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Doch, klar, Ehrensache, der erste Teil, glaube ich. Seitdem bin ich am Start, wo, also so richtig am Start. Ich habe mir die Alben dann auch immer geholt. Kann ich auch beim nächsten Video auch mal zeigen, vielleicht, wenn ich dran denke, nächstes Mal. Ja, ich feiere seine Musik. Digga, unterstützt Alper. Ein Geschenk, tausende Gefühle, doch nur ein Moment. Schmerzen werden zu Scherben und Scherben werden zu Narben. Erinnerungen, die versuchen können, deinem Herzen zu schaden. Ich sehe. Ja, das mit den Scherben und Narben ist ja auch klar. Die Line, die Hook ist ja halt auch geil gemacht. Ich feiere das komplett, den Track, ne? Digga, ist jetzt mein Lieblingstrack so in der letzten Zeit, das ist immer noch Letzte Träne, so, das ist einfach ein Hit, so, wenn ich so, nur um zu sagen, wie krass der ist. Wenn ich entscheiden könnte, wie krass der ist, so für mich, so dann hätte der schon locker Gold. Vom Gefühl her müsste der schon Gold sein, so oft wie ich den gehört habe. Alte Tage in mein Bilderbuch. Ich sehe viele Dramen in mein Bilderbuch. Sekunden werden zu Bildern und Bilder zu einem Lächeln. Seite für Seite, nein, ich werde das niemals vergessen. Ich sehe alte Tage in mein Bilderbuch. Und dann sagt mir noch mal, schreibt mir noch mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Feiert ihr Alpagans Bilderbuch-Track und wie findet ihr Alpagan oder welchen ist, was ist euer Lieblingssong im Moment von Alpagan? Schreibt sie unten in die Kommentare, ihr wisst Bescheid. Und dann Alpa nerven mit dem Album nicht vergessen und meinen Kanal abonnieren und seinen natürlich auch. Schwarz-Weiß ist wie Farbe in mein Bilderbuch. Ja, dann die Stretchen der Platten nochmal so richtig oldschool unterwegs. Ja, Mann, feier ich. Ich kann hier nochmal gucken, ob noch irgendwas angekündigt wird, aber kann ich mir nicht vorstellen. Ja, hier steht nur Canny Records. Der Canny Records Sampler wäre auch ein geiles Ding so. Ich weiß jetzt nicht genau, wer da alles wirklich ist. Halt Jigs ist klar. Frank Run ist auch immer am Start. Monkey sowieso. Ich weiß gar nicht, ob da noch, ob Argon oder Null da ist. Habe ich vorhin gesagt, weiß ich auch nicht hundertprozentig. Wie gesagt, informiert mich gerne. Ich krieg vieles manchmal nicht mit und wäre cool, wenn ihr in die Kommentare schreiben würdet und Kanal abonnieren. Und ja, das war's von meiner Reaction.